Wir befinden uns hier auf der Autobahnbaustelle A2 Hergiswil. Dies ist ein Erneuerungsprojekt, bei dem die Autobahn seeseitig verbreitert wird. In diesem Bereich werden rund 800 Ortsbetonpfähle mit einem Durchmesser von 900 mm erstellt. Auf der Baustelle gilt es, Pfahlköpfe freizulegen. Diese werden mit dem Brextor nicht gespitzt, sondern gefräst. Nicht gespitzt, sondern gefräst. Das hat einen sehr hohen. Das Fräsen hat einen sehr großen Einfluss auf die Pfahlqualität, da nur horizontal wirkende Energie eingesetzt wird. Wenn Pfähle gespitzt werden, ist die Gefahr sehr groß, dass im oberen Bereich des Kopfes durch die vertikale und schlagende Krafteinwirkung Schäden in Form von Mikrorissen im Beton entstehen. Mit dem Brextor können wir die Pfähle schonend und bis auf die definitive Höhe zurückfräsen. Anschließend wird der restliche Betonring mit dem Beißer entfernt. Der Brextor kommt hier zum Einsatz, weil sehr enge Platzverhältnisse herrschen und wir dazu vom Baggerstandort zu den Pfählen einen sehr hohen Absatz von rund 3 bis 4 Metern haben. Der Brextor ist sehr schonend und wir sind mit dem System schnell. Das heißt, wir bearbeiten rund 15 bis 17 Pfähle pro Arbeitstag und können anschließend sofort mit den Armierungsarbeiten fortfahren. Es ist für uns sehr wichtig, dass wir keinen Zeitverlust haben und wir mit den Betonarbeiten ohne Behinderungen weitermachen können.